Wie ist Ihre Meinung zur Impfpflicht? Meine Meinung, das ist gut. Ja, ich finde, das ist okay. Ich bin schon 3-mal geimpft und ich komme jetzt mit meinem Sohn zum 3. Impfung. Also ich will schon, dass alle geimpft werden. Das ist eh gut, aber es auf jemanden sagen, du sollst geimpft werden, das finde ich ein bisschen schlecht. Also es soll schon ein bisschen Meinungsfreiheit geben. Wenn jemand nicht geimpft sein will, dann ist es seine Meinung. Ja, ich finde es gut, weil wenn sich die Leute im Freien aufhalten, reisen wollen und trotzdem diese Unabhängigkeit genießen, dann sollten sie sich impfen lassen. Es ist schwierig, da irgendwie eine klare Position zu ziehen. Es kommt auf die Umstände an. Und es ist auch jetzt, dass gestern der Landeshauptmann Haslauer da auch wieder ein bisschen Sand ins Getriebe gestreut. Nachdem es eine beschlossene Sache ist, habe ich das nicht sehr gut empfunden. Grundsätzlich finde ich die Impfpflicht, damit man endlich der Pandemie Herr wird, sinnvoll. Natürlich sind wir in einem freien Land und man möchte die Leute nicht zwangsverpflichten zu irgendwas, aber nachdem sie das jetzt schon so hinsieht und man nachweislich weiß und es wissenschaftliche Fakten sind, dass wenn man geimpft oder 3-mal geimpft ist, dass man dann wirklich geschützt ist oder auch wenn man es bekommt, die Krankheit, dann gute Immunität dagegen aufbaut, ist es an sich sinnvoll. Jetzt gibt es schon erste Meldungen, dass die Impfpflicht wieder wackeln können. Einige Landeshauptmänner haben jetzt gemeint, die Stufe 3, die ist dann verbunden mit Strafen, weiteren Kontrollen, die sei problematisch. Wie sehen Sie das? Landeshauptmänner in Österreich sollen sich mal entscheiden und gemeinsam eine Entscheidung treffen. Das wäre gut und nicht aus politischen Gründen immer zu sagen, der eine gegen den anderen. Wenn man hier Einigkeit finden könnte, wäre das sehr, sehr vom Vorteil. Und nicht Kalkül daraus zu zielen, für irgendeine Wahlen oder Vorteile oder Nachteile, sich zusammensetzen und Einigkeit beweisen und sagen, was das Volk will, abstimmen lassen und dann auch das durch, einmal endlich einmal was durchziehen, was man vielleicht vorher verspricht. Wenn man sich nicht einig ist, dann sollten wir schon eigentlich da demokratisch dafür wählen, ob es eine geben soll oder das soll politisch gehandelt werden, das sollte nicht unter den Menschen sein. Wenn sie politisch sagen, eine Impfpflicht existiert, dann soll eine Impfpflicht existieren. Wenn keine, dann keine. Man kann nicht so viel machen. Es ist ja jetzt auch ab dem 16. März dann die nächste Stufe, die Stufe 2, die wird aktiviert. Das heißt dann, die Polizei kann aktiv herumgehen, Menschen kontrollieren, den Impfnachweis fordern und auch das zur Anzeige bringen, wenn man nicht geimpft ist. Finden Sie das sinnvoll? Viele meinen auch vielleicht eine Zweiklassengesellschaft, die sich da bilden könnte. Ja, das sind alles so Argumente, Zweiklassengesellschaft, das finde ich nicht, weil es ist immerhin Pandemie. Also es ist eine Situation, die halt außerordentlich ist und da stellt das solche Argumente eigentlich außer Kraft. Und mit der Polizei, ob das eine gute Lösung ist, dass die Polizei jetzt herumgeht und Stichproben macht. Andererseits, wie soll man es einfordern? Über das Impfregister wäre vielleicht zu radikal. Also ist es vielleicht mit der Polizei irgendwie ein einigermaßen sinnvoller Kompromiss. Also es ist vielleicht keine glückliche Lösung, aber andererseits in Ermangelung anderer Alternativen. Das ist vielleicht ganz gut. Derzeit, es wird wahrscheinlich keine andere Lösung geben. Ich würde mal abwarten, wenn sie das jetzt wahrscheinlich wirklich, wenn sich mehrere Leute impfen lassen und man sieht, dass es funktioniert, würde ich sagen, mit den Strafen vielleicht nicht gleich zu beginnen, aber letztendlich, es gibt eine Kinderschutzimpfung, die gibt es schon seit 40 Jahren. Auch dort ist man nicht gefeit davon, leer auszugehen. Es werden keine Strafen vollzogen, aber man hat nicht den vollen Schutz danach. Das war nie ein Thema. Und bei der Impfpflicht jetzt selber ist es ein Thema. Das ist vielleicht nicht ganz verständlich. Aber natürlich würde ich sagen, nach 3-4 Monaten, wenn sich die Leute nicht bewusst sind, sollte man dem nachgehen. Ja. Die Strafen bei der Impfpflicht, die beginnen bei 600 Euro, die gehen bis 3.600 Euro. Da gibt es auch sehr viel Kritik. Finden Sie es sinnvoll, dass man eine Strafe bekommt, wenn man sich nicht impfen lässt? Also wie am Anfang gesagt, wenn sie jetzt eine Impfpflicht, wenn es eine Impfpflicht gibt, dann ja, dann sollten auch Strafen, Konsequenzen dazu geben. Und ja, schon, das ist schon sinnvoll, ja. Sigi Maurer von den Grünen hat zum Beispiel gemeint, der Zeitplan, der wird eingehalten, da ändert sich nichts. Wie sehen Sie das, wenn da jetzt so Streitereien herrschen oder Uneinigkeiten? Macht das ein schlechtes Bild? Ja, es macht ein sehr schlechtes Bild. Man soll nicht zuerst was ankündigen, was man dann nicht durchziehen kann. Es macht auch ein sehr schlechtes Bild im Ausland. Also ich bin viel im Ausland unterwegs und mittlerweile schmunzelt man über Österreich, dass man groß ankündigt, aber dann letztendlich dann doch nicht vollzieht. Und das ist aber allgemein ein Problem hier in Österreich, würde ich sagen. Also international haben wir eh schon ein schlechtes Bild, weil wir schon sehr viele positive Corona-Fälle haben. Wenn die Impfung helfen soll, dann ja, dann sollten alle schon geimpft werden. International gesehen haben wir eh schon gerade ein schlechtes Bild wegen Kurz und halt generell halt vor ein paar Jahren dieses Ibiza-Skandal. Also wenn wir unseren Bild noch weiter schlechtern, dann ja, es ist eh schon schlecht. Kann man nicht viel machen.
Der Virologe Norbert Nowotny hat jetzt auch in einem Interview gemeint, dass es vielleicht sein könnte, dass die Impfpflicht ganz wegkommt, dass das wieder abgeschafft wird, weil Omikron da einfach nicht die Zahlen bietet, und sprach auch von einem Freedom Day im März, also dass da im März alle Maßnahmen wieder fallen gelassen werden könnten. Wie sehen Sie das? Also Omikron nicht die Zahlen bietet jetzt in Bezug auf die Intensivstationen oder die Krankenhausaufenthalte, aber trotzdem, es verbreitet sich ja jetzt weiterhin rasend weiter. Andererseits, wenn Omikron wirklich eine mildere Variante ist und jetzt diese neue Untermutation, wenn sie die auch als relativ mild herausstellt, dann kann man es vielleicht wirklich so sehen, dass man das irgendwie dann von der Pandemie zur Epidemie herunterstuft und das Ganze wie bei der Influenza-Impfung oder auch Nicht-Impfung halt handhabt. Wenn sich dann Leute anstecken und auf eigene Gefahr und das nur harmlose Verläufe sind, dann kann man das vielleicht in dem Sinn so sehen, wie das da Landeshauptmann Stelzer sieht. Es wird auch die Rede schon von einem Freedom Day, also dass quasi mit März dann alle Maßnahmen fallen gelassen werden könnten. Was sagen Sie dazu? Ist das realistisch? Ja, ich glaube, das wird nicht so schnell gehen. Also das wird vielleicht einmal in Zukunft in einem Jahr soweit sein oder in 6 Monaten, wenn man sieht, wie sich das weiterentwickelt. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so passiert.